Willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 4. Ist gerade noch mal hier den letzten Stand geladen. Ich glaube, das Blabla-Zeug dürfte sogar schon auf der Folge davor drauf sein. Auch egal. Komm. Wir müssen zu dem Geländewagen. Okay, da müssen wir schauen, dass wir hier irgendwie raufkommen. Alter, nochmal. Komm. Wenigstens habe ich nicht gelogen. Mal einen Schluck getrunken, um mich zu stärken. So. Nach oben müssen wir. Das machen wir jetzt auch. Ich weiß noch nicht wie. Aber irgendwie. Nö. Hier geht's nicht entlang für uns. Nehmen wir die Waffe? Kann die was? Oh ja, nee, die kann nichts. Ist egal. Alles Rotz, was hier rumliegt. So, lass schauen. Wir müssen irgendwie auf diesen Felsen da kommen. Ja, okay. Ah, nochmal okay. So, jetzt machen wir einen großen Hüpferer, dann dürfte es ja was werden. Nee. Wenn wir jetzt wieder so einen Scheiß suchen müssen wie eine Kiste. Darüber, darüber, da hoch. Nee, ich komme da nicht rauf. Ich will mal gucken. War das nicht auch schon vorhin mein Problem, dass ich nicht wusste, wie ich da raufkomme? Ich glaube, irgendwie kommt es mir gerade bekannt vor, aber jetzt haben wir es hier geschafft. Bewegen wir uns etwas, oder? Gut. Zack. Und weiter geht's. Wo ist die Alte? Das alte Rindvieh. Okay, die hüpft uns schon hinterher. Okay. Willkommen zurück zu meiner Lieblingsdisziplin, dem Töten von Söldnern. Okay, mal schauen, vielleicht kriegen wir das irgendwie. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich will die ungefähr, was sind das? Ich schätze so 200-300 Söldner so platt machen, dass nicht ein Schuss fällt. Dass mir das gelingt, ist recht unwahrscheinlich. Los geht's. Uiuiui, mach was, bleib doch da hängen. Okay, ich stürze mich gleich mal in den Tod. Was ist denn jetzt passiert? Das war ja so überhaupt nicht mein Plan. Das war nicht so geplant. Ich würde gerne wieder da von vorne anfangen. Mhm. Ich marschiere da jetzt mal drum. Verdammte Axt. Der ist... Und dem... Und das Weib ist jetzt hinterher, oder wie? Also ich... Okay, so habe ich mir das vorgestellt. So habe ich mir das vorgestellt. So, der ist da oben. Elena Weib ist... Nein, jetzt Grutzi 5, weil ich dreh echt durch. Okay, das hat leider mal wieder gar nicht geklappt. Geh doch da drauf, du dreckiger Bastard. Echt wahr? Ah, fuck, echt wahr? Ich hasse es. Ich hasse es. Komm, geh drauf. Spiel es nochmal. Diese verfickte Schießerei. Die regt mich was auf, die macht mir auch langsam überhaupt keinen Spaß. Das ist eine verfickte Scheiße.
Komm, 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 komm. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Jetzt. Moment mal. Schon wieder. Ich glaube, es hakt. Es hakt, es hakt. Gut. Ich hätte es so gern mal anders gelöst. Ohne diese Scheißschießereien. Minuspunkt an dem Spiel. Diese hirnlose Ballerei. Ey, echt. Naja. Ich schätze mal, dass ich eh drauf gehe. Dann kann ich es nochmal probieren. Ohne einen Schuss abzugeben. Naja. Was für ein Mist. Das ist wirklich was, was mich mega langweilt, diese Schieß-Action. Sie gehören schon irgendwie zum Spiel dazu. Man könnte es ja auch leicht machen, irgendwie, keine Ahnung. Ich könnte ja wahrscheinlich hier auch. Ne, ich habe gedacht, ich kann da drücken und dann irgendwie die Gefahr überspringen. Aber es gehört dazu, ich will mich da durchbeißen. Aber es taugt mir halt nicht. Ich glaube, das war's. Im Nachhinein bin ich immer froh, wenn wir es geschafft haben, so wie jetzt. Weg hier, bevor noch mehr. Aber ja, genug gekrantelt und geschimpft. Schauen wir mal. Das ist auch schon wieder so ein Pimmelmaschinengewehr hier. Komm, guck mal, was da sich noch in dem Turm verbirgt. Türme waren ja bis jetzt immer gut in dem Spiel. Was wirklich eine super krasse Wendung in dem Spiel war, das war ja, also das hat mich ja wirklich geschockt, dass der Sam so ein falscher 50er ist. Ich habe es ja schon fast ein bisschen geahnt, weil, cool, ich will den Wagen haben, weil er ist mir einfach unsympathisch. In der Folge davor oder zwei davor, ist ja hier zwei davor, ist er uns klar geworden, dass er nicht von einem Hector Alcazar erpresst wird, schönen Schatz zu finden und dann auch noch einen Haufen Kohle abzudrücken. Nee, die Geschichte war erfunden. Der Rave, dieser Shoreline Rave, der da immer mit der Nadine rumrennt, der hat den ja irgendwie hier aus dem Knast freigekauft, schon vor 2 Jahren. Das habe ich auch erst dann im Video, als ich es mir angeschaut habe, nochmal mitbekommen, schon vor 2 Jahren, also nicht irgendwie erst neulich. Ja, und der will halt den Anteil vom Schatz haben. Das war wirklich eine krasse Wendung in dem Spiel. So, ich hätte lieber den genommen, diesen Unimog oder was es ist. So, jetzt schauen wir mal. Kommen wir da irgendwie, kommen wir da rauf? Nö. Wäre aber cool. Dann fahren wir den mal runter. Anders geht's ja wahrscheinlich gar nicht. Und? Wo lang? Gut, wir sind ja hier gerade entlang gehüpft und gesprungen, da kann sie eigentlich nur bergab gehen. Wir britzeln mal durch den Fluss hier. Ja, da geht's rauf. Sehr schön. Ein coolerer Wagen wie der in der Madagaskar-Folge. Da runter? Ja. Ist da noch so? Schauen wir mal. Ja, auch irgendwie hier schönes Plätzchen für. Oh, was war da? Da hat doch irgendwas. Ich dachte, da liegt was. Aber anscheinend ist es nicht so. Gut. Konzentrieren wir uns weiter aufs Autofahren. Das Fahren macht hier auch mega Bock. Wow, sieh dir den Aufzug an. Der ist riesig. Ja, New Devon ist dann wohl da oben. Dann nichts wie hoch. Mhm. Okay. Dann gucken wir mal. So einfach wird man da nicht raufkommen. Ich frage jetzt, kommen wir da so einfach runter? Testen wir es? Alles klar. Es hat schön geklappt. Eine Frage hätte ich. Ui. Wieso will Rafe Adler Averys Schatz? Das Geld braucht er ja wohl nicht. Er will den Ruhm. Er will keiner sein, der nur durch sein Erbe reich geworden ist. Cool. Davonlaufen gibt es wenig. Macht richtig Spaß, da durchzufahren.
Tja, Rafe und Shoreline passen gut zusammen. Er braucht ihre Kampfkraft. Wenn das der Umweltschutz wüsste. Rücken noch gut ausgerüstet. Shoreline war in Bürgerkriege verwickelt, die nicht so gut ausgingen für sie. Nadine hat Daddys Schlamassel geerbt. Sie hofft bestimmt, hiermit wieder groß rauszukommen. Hey, Vorsicht! Was haben wir da Schönes? Schauen wir uns das mal an. Einfach nur eine engelsgleiche Statue, die irgendwann mal, jetzt wollte ich sagen die Römer, aber die Piraten vor 300 Jahren dahingestellt haben. Ui, schön. Hat was von Jurassic Park, erster Teil. Ich fürchte, umso weiter ich fahre. Darüber könntest du doch einen super Artikel schreiben. Umso näher kommen wir wieder an eine Schießerei. Du könntest ja Fotos aber gut, machen. Wir müssen ja auch schließlich unseren Bruder befreien. So ein Pech aber auch. Gut genug, bla bla. Und warum ist Sam nicht direkt zu dir gekommen? Nachdem Rafe ihn befreit hat. Ich glaube, er wollte alles wissen, was Rafe zu Avery weiß, bevor er flieht. Und er brauchte Zeit, um sich diese Alcazar-Geschichte auszudenken. Hätte ich nur mal nachgeforscht. Kann man da irgendwie durch? Das wäre doch jetzt richtig cool, hier so einen Schatz zu finden. Oder irgendwie, ja, so eine Durchfahrt. Ist. Hinterm Wasserfall, aber... Nee, da ist nichts. Ist aber nice gemacht. Gefällt mir sehr gut. Aber grafisch ist das Spiel eh auf einem hohen Niveau und hat bis jetzt nicht einmal enttäuscht. Es wird auch nicht mehr enttäuschen. Na gut. Weiter flussaufwärts. Da können wir aussteigen. Nee, da kommen wir gar nicht rauf, oder? Mag mal ein bisschen rumgucken, liebe Leute. Verrückte Vorrichtung. Da würde sogar das Auto reinpassen. Dann hoffen wir mal, dass der. Nee, da kann man nichts machen. Problem ist, man fährt immer und fährt und ja, lässt halt einen Haufen Schätze liegen. Im Prinzip müsste man noch die Grafik mehr genießen, einfach mal am Wasserfall stehen bleiben. Na, ist schon wirklich sehr schön. Okay, sind sogar schon am Aufzug. Kann das sein, es ging sehr schnell. Aber wenn ich da runterfahre, dann kracht es garantiert. Deshalb nehmen wir die Straße, die die Piraten angelegt haben. Okay. Shoreline-Idioten sehe ich keine. Dann hat die Nadine ja, nicht Nadine, wie heißt die andere Tante? Keine Ahnung, wie dem seine Schlampe heißt. Jedenfalls hat er gerade irgendwas gesagt, ob da ein Auto reinpassen würde. Das ist ja für mich schon mal der Hinweis. Aussteigen, irgendwie den Aufzug holen. Und, das Auto da reinfahren und hochbringen. Da ist ein Hebel. Ich glaube, der hat sogar gerade uns ein Zeichen gegeben. Ziehen wir den schönen Hebel mal. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu einfach. Das Wasserrad geht noch. Tja, entweder reparieren oder wir klettern daran hoch. Sehen wir uns das mal an. Aufzug außer Betrieb. Die Firma Festen anrufen, die muss das in Ordnung bringen. Schauen wir uns mal hier oben. Hier ist eigentlich auch wieder so viel Platz für den Schatz. Ah, okay. Wir sollen anscheinend mit der Seilwinde vom Auto diesen Balken zum Einsturz bringen. Das machen wir dann gleich. Ich mag erst mal verstehen, warum. Ein bisschen umgucken. Den auch. Was es bringt, weiß ich nicht. Aber irgendwas wird es bringen. Hoppala. Gut, kletter mal wieder rauf. Detonate. Da gehen wir mal rein. Da waren wir auch noch nicht drin. Ich
sehe oft, wenn ich so nochmal hier die Aufnahme check oder anschaue, wenn sie dann hochgeladen ist, an was ich alles vorbeirenne und übersehe, weil man einfach nur unachtsam ist. Ah, okay. Ah, das ist das Problem. Die Zahnräder sind nicht mit dem Wasserrad verbunden. Die Zahnräder sind nicht mit dem Wasserrad verbunden. Ah ja, okay. Und was bringt es dann, wenn ich daran ziehe? Check ich nicht. Ich hol's Auto, probier's aus. Oh, das ist ja aber ganz schön trübe Brühe. Die Tante ist die ganze Zeit im Auto sitzen geblieben. Steig ein. So. Dann lass mal gucken. Warum soll ich das Ding einreißen mit der Winde? Oder soll ich mich da dran irgendwie hochziehen? Ich probiere das mal aus. Okay. Soll das helfen? Werden sehen. Ja, fahr rückwärts. Ja, und jetzt? Was soll denn das bringen? Das verwirrt mich gerade etwas. Das bringt ja gar nichts. Ist das ein Hebel oder wie? Also, ich gebe Gas. Was passiert? Der Hebel kommt raus. Aha, das Wasser wird vom Zahnrad aufgehalten. Ich mache zu. Ziehen Sie den Balkon mit der Winde runter. What? What? Ziehen Sie den Balkon? Was ist denn für ein Balkon? Ach, das so. Das nennen die Balkon. Ja, okay. Alles klaro. Entweder hat da vor mir schon einer gezogen. Was hältst du da? Wir benutzen die Winde an den Balkon. Aber... Um eins oder um zwei? Um eins. Zurück, ich bin dran. Okay. Hey Nate, geh aus dem Weg. Ich bin immer noch ein bisschen durcheinander. Was macht die denn? Hört die schon? Nee, die sagt, ich soll aus dem Weg. Okay. Jetzt ist dieser Balkon eingebrochen. Jetzt komme ich hoch. Danke. Jetzt komme ich hoch. Na, das war jetzt für mich alles nicht so eindeutig. Ach so, das ist hier wieder und Viereck und Hüpf und oben. Schön, die Natur. Ist hier ein Schatz? Schon lange keinen mehr gefunden. Die Kiste, die brauchen wir jetzt auch gleich. Die depperten Kisten, die werden irgendwie auch nicht weniger. Ich muss sagen, das ist ganz angenehm, dass wir diesen blöden Bruder nicht mehr am Start haben, der uns da die ganze Zeit nervt und langweilt. Okay, was bringt es, wenn ich die Kiste hier runterwerfe, theoretisch? Bin da ein bisschen gerade überfragt. Aber ich schnapp mir jetzt mal die Kiste. Dreh die um und die kommt da nicht rüber. Muss ich die rüberziehen? Nein, die muss ich dann woanders rauswerfen. Wo kann man die noch rauswerfen? Da? Nee. Ich muss da irgendwo die gar nicht rauswerfen, sondern einfach dahinstellen, dass ich darauf klettern kann. Jetzt check ich's. Okay. Hier parken wir mal die Kiste.
Und liebe Leute, wie es weitergeht mit Nate, Nadine, Rafe, den Namen von der Frau habe ich leider vergessen, ist mir aber gerade auch wurscht. Nee, ist mir gerade nicht was. Wie hieß denn die? Naja, wie es auch weitergeht, einfach nächste Folge morgen, 20 Uhr oder 21 Uhr, überlege ich mir noch. Vielen Dank fürs Reinklicken. Ciao. Servus.